Ja, herzlich willkommen zur Ausstellung zur Eröffnung des WSV 1923. 20 Jahre Wintersport 1923. Bad Freimannle und deutsch-polnische Kooperation. In der Sparkassen-Ski-Arena Bad Freimannle in der ältesten Kurstadt der Mainbrandenburg. Ganz herzlich begrüße ich den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dr. Dietmar Wolfgang. Herzlich willkommen. Wir haben Anschluss. Einige Worte an uns richten wird. Ich bedanke mich im Namen des Wintersportvereins für die langjährige finanzielle Unterstützung der Landesregierung Brandenburg. An dieser Stelle wirklich herzlichen Dank. Ja, Johann Rosse, also herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Lieber Lüdecke, lieber Bürgermeister, lieber Beigeordneter, liebe Olympiasieger, lieber Helmut Rettnagel, lieber Uli Behling, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin heute wirklich sehr gerne hier gekommen, weil dieser Anlass und diese Ausstellung und alles, was wir hier heute machen, genau zum richtigen Moment kommt. Es kommt ja in einem Moment, wo, wenn Sie die internationalen diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen, der Streit mit der EU und vieles andere mehr in den letzten Wochen und Monaten verfolgt haben, machen sich viele Sorgen und ich gehöre dazu. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, was wir schon gemeinsam erreicht haben und vor allen Dingen, was wir gemeinsam noch erreichen können. Und deswegen bin ich hier gerade dem Wintersportverein Bad Freimannle wahnsinnig dankbar, dass ihr von Anfang an diese Brücke geschlagen habt. Ihr seid Brückenbauer im besten Sinn. Und dass es dann daneben natürlich hier Sportlerkarrieren ihren Anfang genommen haben, auf polnischer Seite wie auf deutscher Seite, Sportler sich hier entwickeln konnten und auch die nächste Generation im Skispringer-Nachwuchs gute Chancen hat, mit Stolz sagen zu können, ich habe mein Rüstzeug auch im Bad Freimannle bekommen. Daran wird hier intensiv auch im Landesstützpunkt gearbeitet. Und unsere Aufgabe in der Politik, meine Aufgabe als Ministerpräsident, ist es natürlich, das Ganze nach Kräften zu unterstützen. Mit einem Schlag auf den Rücken, gut gemacht, aber natürlich auch mit der Schaffung gemeinsam mit dem Landkreis, gemeinsam mit der Stadt, lieber Bürgermeister, von guten Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass wir zu einem Projekt, das ihr schon sehr lange verfolgt, gut beraten sind, das Geld reserviert zu haben und dass jetzt die notwendigen Voraussetzungen durch den Verein erfüllt werden und wir dann auch demnächst hier die Vorbereitung treffen können für die Weltmeisterschaft, die ja in das 100. Vereinsjubiläum fällt. Auch dieses werden wir hier in der Region gemeinsam feiern, gemeinsam mit der Stadt Bad Freimannle, gemeinsam mit unseren polnischen Freunden und gemeinsam mit vielen jungen, aber auch erfolgreichen älteren Sportlern. Ich freue mich drauf, alles Gute und ich freue mich auf die Ausstellung. Dankeschön. Skispringer und des Vereins WSV 1923 Bad Freimannle e.V. für die Zuwendung und Unterstützung bedanken.
wie Sie sehen, bauen wir zurzeit eine Aufstiegshilfe, damit wir in Zukunft nicht mehr so elendig die Treppen steigen müssen. So können wir Zeit sparen und mehrere Sprünge absolvieren. Ich hoffe auf weitere Unterstützung. Das sind mal Auszüge und Ergebnisse unserer sportlichen Entwicklung. Links Moritz, rechts Max. Neusch kombiniert an Oberhof. Max, Spezialspringer in Oberstdorf. Alle beide springen natürlich für unseren Verein. Ja. Und gehören zu den Besten in Deutschland. Das als Präsent oder als Andenken. Unsererseits, jetzt kommt noch was, was unsere Sportler mit unterzeichnet haben. Das ist, glaube ich, auch wert. Das ist ein, man erkennt es, dieses Leibchen vom Nordcup, also ein DSV-Cup, ein Nationalcup. Und der wird überreicht von Florian und von Albine. Albine ist ebenfalls Spezialspringerin inzwischen in Oberhof. Stefan überreicht den ersten Pokal an den Bürgermeister der Stadt von Wiednica, Darius Edward. Richtig? Da ist er. Bitteschön. Genau. Und zwar deutsch-polnische Zusammenarbeit. So auch der Titel unserer Ausstellungseröffnung. Herzlichen Dank an unseren Bürgermeister, genau. Auch seit langem großer Unterstützer unserer Arbeit hier und Tätigkeit. Und an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die finanzielle Zuwendung, die wir es doch hinbekommen haben und somit auch den Bau unserer Aufstiegshilfe realisieren können. Ganz herzlichen Dank. Bitte im Bunde. Da ist er. Bitte. Wo ist er? Herr Kostürer? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, da ist er. Hat sich versteckt. So. Auch, ja, genau, so ist es. Für das Projektmanagement der Euroregion. Ja. Aber gerne. Also ich nehme das im Namen von Euroregion Viadrina, Propo Viadrina, aber ich nehme das für Europa, für unsere Zusammenarbeit der Nationen, friedliche Zusammenarbeit. Jede Begegnung zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern ist ein weiterer Stein zum Aufbau einer friedlichen Europa-gemeinsamen Werte, unterstreiche das. Wir werden dafür kämpfen und unterstützen.